Das Wunderkerzenfeuerwerk ist die perfekteste Form der Kunst, da sich das Bild im Moment der höchsten Vollendung dem Betrachter wieder entzieht. Das Wunderkerzenfeuerwerk ist die perfekteste Form der Kunst, da sich das Bild im Moment der höchsten Vollendung dem Betrachter wieder entzieht. Gibt es etwas Schöneres als Wunderkerzenadvent? Köpfe sollten so entzündet werden. Krater entstehen lassen. Tiefe Krater. Sich zeichnen lassen wie eine Radierung. Wozu wäre sonst das Leben gut? Ob wir mehr sehen im Blei, ob wir mehr sehen als uns selbst und unsere kleinen Ängste, ob wir Schatten sehen. Gegossenes Blei, oh wie zynisch. Und wir haben Bleigießen gemacht und fragen uns, was die Zukunft bringt. Vielleicht bringt sie nur gegossenes Blei hervor. Wer weiß, was das für ein Jahresbeginn war. Eingedenk des Bleigießens, das in gegossenes Blei sich verwandelt hat, in Zerstörung. Mit einem Wald von Wunderkerzen. Abgebrannten Wunderkerzen. Aber sie blitzten in der Nacht einmal auf. War viel Licht. Wovor haben wir Angst? Was kann uns wirklich genommen werden, als das, was uns am Ende allen gegeben ist? Und gegeben wird der Tod. Er kommt früher oder später so oder so. Und davor Angst haben?
nicht gelebt zu haben, davor sollten wir Angst haben. Nicht unsere ganze Kraft in diese Welt hineingesteckt zu haben, davor sollten wir Angst haben. Davor sollten wir uns fürchten. Viele Köpfe, viele heiße Köpfe brauchen wir. Und wenn Sie ein altes Chanukka-Kinderlied missbrauchen, wenn Kinderlieder benutzt werden, gegossenes Blei ausgesprochen wird, dann seien wir zornig. Und wenn wir nicht mehr wissen, was das ist, zornig sein, dann sollten wir hin und wieder eine Wunderkerze kurz nach dem Verglühen fest umfassen. Dann wissen wir, was das ist, zornig sein. Auf die richtigen Dinge zornig sein. Versenktes Fleisch der anderen sollte uns wehtun, zornig machen, weil es wehtut. Wehtut wie das eigene versenkte Fleisch, nachdem man eine eben zuvor verglühte Wunderkerze einmal fest umgriffen hat. Dieser Schmerz, der sollte gefühlt werden. Wenn man an gegossenes Blei denkt, an gegossenes Blei denken muss, weil es ausgesprochen worden ist. Nehmen wir das Bleigießen wieder ernst, öffnen wir die kleinhandlichen Schweizer Messer und schlitzen wir unsere Figuren hinein, Engel, kleine Männchen und Schunken dagegen. Überlassen wir das Bleigießen nicht den Bleigießern, die von gegossenem Blei sprechen. Das Feuerwerk, das Wunderkerzenfeuerwerk, ist die perfekteste Form der Kunst, da sich das Bild im Moment der höchsten Vollendung dem Betrachter wieder entzieht. War das Brummen der Fliege und dann der Schlag nach ihr.